Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Das hier ist ein sehr günstiger Stromgenerator und heute wollen wir mal versuchen, ob wir diese ganzen Geräte hier damit betreiben können. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wo ihr das Gerät überhaupt zu kaufen bekommt. Der Kraftherz Stromerzeuger mit einer Motorleistung von 2 PS und einer Leistung von 850 Watt könnt ihr für 99,90 Euro plus 3,90 Euro auf Amazon bestellen. Derselbe Verkäufer bietet von Kraftherz noch einen Stromgenerator mit einer Motorleistung von 6,5 PS und einer Leistung von 3000 Watt für 199,90 Euro plus 9,90 Euro Versandkosten an. Hier hätten wir noch ein Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl von Dulmar. Da kostet die 1 Liter Flasche jetzt 9,60 Euro plus 3,40 Euro Versandkosten. Um das Öl mit dem Benzin zu mischen, habe ich mir noch einen 20 Liter Reservekanister für 14,95 Euro mit dazu bestellt. Die Links zu den 4 Produkten poste ich im Textfeld unter dem Video. Einfach mal auf Mehr Anzeigen klicken, dann bekommt ihr diese angezeigt und darüber gelangt ihr dann direkt auf Amazon. Sollte einer der Links mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Hier hätten wir jetzt einmal den Stromgenerator plus das mitgelieferte Zubehör. Das wäre einmal eine Bedienungsanleitung, die ist so ein bisschen bebildert und darin bekommt man dann erklärt, wie man den Generator einschaltet, beziehungsweise dann noch die Wartung. Hier war noch so ein Blatt dabei, nennt sich EG-Konformitätserklärung. Dann ein Beutel mit verschiedenen Teilen. Hier haben wir zum Beispiel den Griff, den muss man auch dran schrauben, Schraubendreher, einen Stecker und hier sind noch Klemmen. Und zu guter Letzt den Tankdeckel. Den Griff schraube ich jetzt einfach mal dran. Hier haben wir die 2 mitgelieferten Schrauben, die werden einfach seitlich reingesteckt. Und dann schaut man, dass man die Löcher trifft, ungefähr so und so. Und dann werden die Schrauben einfach an den Stromgenerator reingeschraubt. Ja, und das war es auch schon gewesen. Die Verarbeitung hat mir sehr gut gefallen. Hier sieht man einmal den Rahmen, der um den Generator herumgebaut wurde. Dieser dient einmal zum Transportieren bzw. dann als Schutz vor eventuellen Beschädigungen. Scharfe Kanten oder Lackpatzer konnte ich jetzt keine feststellen. Auf der Oberseite befindet sich die Tanköffnung. Die schaut dann so aus. Dann hätten wir hier noch die Tankanzeige. Den Filter setzt man einfach hier so rein. Das hier ist der Tankdeckel und der wird dann einfach aufgeschraubt. Auf der Vorderseite des Gerätes hätten wir einmal den An- und Ausschalter, den Hebel für den Choke, die Anzeige AC Voltmeter und das AC Indiklämpchen plus der AC Resetschalter. Hier hätten wir das DC Indiklämpchen und darunter befindet sich der DC Resetschalter, ein DC 12 Volt Anschluss und die Steckdose. Das mitgelieferte Kabel mit den 2 Klemmen wird einfach in den 12 Volt Anschluss reingesteckt. Ein bisschen Kraft aufwenden und das hält dann bombenfest. Hier hat man noch diesen Stecker und der kommt dann einfach hier in die Steckdose rein. Lässt sich wieder einfach entfernen und hier muss man dann halt wieder ein bisschen dran ziehen. Auf der rechten Seite befindet sich einmal der Hebel für den Kraftstoffhahn. Und hier hätten wir einmal den Seilzug. Die linke Seite schaut so aus. Hier hätten wir die Rückseite. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch die Unterseite. Sehr schön zu erkennen. Dieses Quadrat plus die 4 Gummipuffer. Das heißt, sollten diese mal vielleicht im Schlamm einsinken, geht der Dreck nicht direkt hier an den Generator dran, sondern dieser liegt wegen dem Rahmen
auf der Erdoberfläche auf. Wenn man diese vier Schrauben mittels des mitgelieferten Schraubendrehers hier, hier und hier löst, dann kommt man an den Luftfilter dran. Das wäre der hier und den kann man dann prima reinigen. Wie man den Luftfilter zu reinigen hat, bekommt man dann nochmal in der Bedienungsanleitung erklärt. Auf der Rückseite befindet sich die Zündkerze. Da zieht man einfach dieses Käppchen hier ab. Das schaut dann so aus. Hier haben wir die Zündkerze. Das mitgelieferte Zubehör wird jetzt einfach hier so drüber getan. Dann nimmt man sich den Schraubendreher, steckt den hier durch und dreht das Ganze dann erstmal auf. Hier auch nochmal die Anleitung, wie man die Zündkerze dann herausschraubt und überprüfen tut. Hier hätten wir dann noch die Anleitung, wie man den Kraftstofffilter entnimmt und diesen dann reinigt. Also ganz einfach, Deckel weg und dort sitzt der Kraftstofffilter. Den nimmt man dann einfach raus und reinigt diesen. Ja, jetzt holen wir uns erstmal Benzin und zwar super und machen in meinen Kanister 4,5 Liter rein. Dann benötigen wir noch Öl. Das habe ich mir beim Händler vor Ort gekauft. Da kosten die 100 Milliliter jetzt 2 Euro. Bei einer Mischung von 1 zu 40 wird das komplette Fläschchen auf 4 Liter gekippt und bei 1 zu 50 auf 5 Liter. Der Händler vor Ort hat gesagt, mach 1 zu 40. Die anderen sagen, mach 1 zu 50. Ich habe jetzt 4,5 Liter da reingefüllt. Also treffe ich mich dann genau in der Mitte. Ja, das machen wir hier so ab. Und das Ganze kippen wir dann hier so rein. Dann wird noch die Verschlusskappe draufgeschraubt und das Ganze so ein bisschen geschüttelt. Ja, jetzt werde ich mal Benzin einfüllen. Zum Anschalten wird der Kraftstoffhahn auf On gestellt, also auf Auf. Der Joke-Hebel wird ganz nach links gedrückt. Dann wird das Gerät angeschaltet und hier mal den Seilzug. Den ziehen wir erst ein bisschen raus, bis wir einen Widerstand spüren. Und dann der Auspuff. Den Joke haben wir ganz nach rechts wieder geschoben. Und jetzt werden wir mal ein paar Geräte an den Stromgenerator anschließen. So, da ist er ein bisschen am Schwächeln. Zeige ich mal gerade. Ja, da fehlt ihm der Power. Sollte funktionieren, aber der ist ganz schön am Schaffen, wie ihr seht. Lötkolben, kein
Problem. Zweimal 135 Wattlampen. Ja, funktionieren auch prima. Jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Und zwar habe ich mir den Stromgenerator nur gekauft, weil ich da mal meine Nebelmaschine anschließen wollte. Diese hat 800 Watt. Ja, dann wollen wir noch mal. Jetzt heizt sich die Nebelmaschine wieder auf. Sieht man, passiert noch nichts. Dauert dann wieder einen Moment. Ja, jetzt ist sie wieder aufgeheizt. Und dann hat er auch nicht mehr die Belastung. Ja, das habt ihr gesehen. Funktioniert. Wenn die Nebelmaschine sich aber aufheizt, dann wird er ganz schön belastet, habe ich ja eben gezeigt. Aber ist die mal dann erwärmt, kann man ein paar Sprühstöße machen mit dem Nebel. Danach muss ich halt wieder aufheizen. Also funktionieren tut es mit diesem Stromgenerator. Und habt ihr eben gesehen, 600, 650 Watt zieht die Nebelmaschine, wenn sie dann die Aufheizfunktion aktiviert. So, den Benzin dann wieder zudrehen. Und jetzt haben wir den Stromgenerator wieder ausgeschaltet. Hier sieht man übrigens dann noch die Tankanzeige. Ich hatte eben beim Starten ein paar Probleme gehabt. Und zwar lag das am Joke. Laut Bedienungsanleitung soll man den ja ganz nach links schieben. Hatte ich auch gemacht. Erst ging er an, aber dann flugs auch wieder aus. Und dann habe ich den Hebel mal ein bisschen weiter nach rechts geschoben. Und dann war es kein Problem mehr gewesen. Also wir machen den Kraftstoffhahn wieder auf on. Den Joke tue ich mal ganz nach links auf anstellen. Das passt mal auf. Das geht da wieder aus. Und jetzt kann man sich einen Wolf ziehen. So, mache ich den mal ein bisschen weiter nach rechts. Jetzt habe ich euch den günstigen Stromgenerator auch mal kurz vorgestellt. Mir gefällt das Gerät richtig gut. Wir hatten ja eben einmal eine Heckenschere angeschlossen, einen Mixer und einen Reiskocher. Die drei Geräte haben jeweils 400 Watt. Heckenschere und Reiskocher war kein Problem. Beim Mixer hat er ein bisschen gezickt. Vielleicht braucht der mehr Watt, um richtig warm zu laufen. Und danach würde er funktionieren. Dann haben wir hier noch einen
Lötgerät, das hat 50 Watt und mein Sanux Cyber-Vibrator, keine Ahnung, wollte ich einfach nur mal zeigen. Des Weiteren zwei Softboxen mit jeweils 125 Watt, auch kein Thema. Ich denke mal, da könnt ihr bestimmt noch zwei zusätzliche anschließen und das macht dem dann gar nichts aus. Ja, wer also einen günstigen Stromgenerator sucht, bis um die 850 Watt, vielleicht geht noch ein bisschen was nach oben, der sollte sich das Gerät mal anschauen. Den Link dazu, den findet ihr im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmischel. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, dann verpasst ihr kein weiteres tolles Video.